So, herzlich willkommen hier bei Shoros. Six, so, ja. Angezockt halt. Ja, ist eine Demo, die gibt es nicht im Store. Da muss man das Spiel andrücken. Oder, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das Spiel habe. Ich glaube, wenn ich das Spiel angeklickt hatte, also im Store, da stand da irgendwo Demo. Denk ich mir mal, na okay. So, ja, so, dann geht hier, ja, gleich los. Erstmal mussten wir hier. Erstmal ein bisschen heller machen. Also ich mache immer so Spiele immer heller. Egal was ist, Horrorspiel, egal was. Ich will ja was sehen. Erschrecken tut man sich trotzdem. Ja. So, das war gerade hier Telefon. Von mir hier. Deswegen höre ich ein bisschen komisch an. Na, jetzt erstmal die Ladezeit und achso, das ist ein Weltraumshooter. Und jetzt kommt erstmal eh gleich erstmal ein Video. Das, ja, dazu sage ich nichts, das sah alles cool aus. Danach habe ich es selber ein paar Mal probiert. Und ja, dann sieht man selber, was draus geworden ist. Sag ich dann gleich. So, erstmal hier im Video. Erstmal viel Spaß beim Video, sag ich nichts. This is Chorus. Experience fast-paced space combat across mind-bending astral planes. In an epic story to overthrow the biggest threat the galaxy has seen. You play as Nara, the former right hand of the Great Prophet and commander of otherworldly power amongst the Circle, whose rule over the galaxy was an iron fist. After the destruction of Namika Prime and crippled by guilt, Nara abandoned the evil cult, burying everything dear to her. When the Circle returns, there is nowhere left to hide. It is time to face the demons of the past. But you won't be able to do this alone. Every pilot needs a ship. I will fight beside you. Forsaken is a sentient ship and Nara's oldest ally. The two share a deep bond, and together, we're an unstoppable force. Now, Nara must reclaim her lost powers. Be one with Forsaken and defeat the evil tyranny of the Circle before the galaxy is lost forever. With every battle, your power will grow, unifying you both as the ultimate force in the galaxy. So, ah ja, so, dann hier, so ist die Steuerung. Die hat man vor allem 3 Sekunden, ja klar, weiß man alles. Na, es ist hier so ein Flugzeugspiel halt. Im Weltraum und im Weltraum, ja, ist alles cool, ich interessiere mich auch dafür. Aber hier mit der Steuerung und so weiter, das ist immer bei so Spielen immer sehr, sehr fraglich und schwer. Und da klappt nicht immer alles so, wie man will. Mit der Steuerung, naja. So, er sieht selbst und staunt. So, was geht ja, ja, muss man halt hier die roten Ziele erstmal abknallen, ein paar andere Sachen machen. Natürlich jetzt hier das erste Mal gar nichts gerafft, so, ich probiert auch noch 3-4 Mal. Also ich kann euch sagen, ich habe die erste Mission nicht gepackt. So, hat er gespoilert hier. So, muss man machen, das hier müssen wir abknallen und ja, natürlich erst beim dritten Mal erst richtig gelesen, anfällig gegen Raketen. Ja, und erst dann habe ich auch nachgeguckt, wie man Raketen einstellt. Also, man kann ziemlich viele Sachen da machen. Und auch ziemlich viel verbocken. Sieht man ja. Alles klar, bist gestorben, cool, mehr. Das passiert ja auch ziemlich oft. Selbst erfahrene Spieler, wenn man richtig weiß, wie man da rumfliegt, tja. Man weiß ja nicht, was hinter einem ist oder was, wie man, keine Ahnung, die Kamera so einstellen kann. Ja. Fliegt man mal ab und zu mal, tja, gegen so einen Klotz, gegen so einen Stein. Ja, immer hier ist jetzt immer noch das erste Ziel. Und da muss man halt kaputt machen. Tja. Jetzt erstmal gerafft, wie man richtig schießt. Ja, macht er halt, die machen gleich, macht er so ein Schutzschild halt. Und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich muss man dann erst die Raketen machen oder so. Jetzt habe ich Laser benutzt. Obwohl sieht man, dass das Schild auch schon rot wurde. Wahrscheinlich hätte ich das dann vielleicht packen können. Ah, naja, schon wieder kaputt. Cool, mehr. Also uncool. Ja. Da, nächstes Mal, es kommt jetzt hier jetzt eine lange Ladezeit, zum Glück. Warte, die Demo 6 GB oder so.
okay, ja, ich muss nur sagen, ja, die Landschaft und so weiter, ja, klar, Weltraumspiele, die sahen bis jetzt in jedem Spiel cool aus. Selbst sogar früher auf der PlayStation 1 sahen die Weltraumspiele schon spektakulär, also damals aus. Ja, jetzt mittlerweile sieht echt ziemlich cool aus alles. All die Steuerung da in der Schwerelosigkeit da, naja, das ist Fall für sich halt. Ja. Und dann hier tausend Sachen kann man schießen, angreifen, Laser. Hier kann man noch da hin mit Steuerkreuz links und rechts und so weiter nach oben. Mit rechts wäre Raketen. So, das mache ich auch jetzt hier beim vierten Mal, wo ich das jetzt mache. So, da kommen jetzt hier die Raketen zum Einsatz. Da stand ja, ist anfällig gegen Raketen. Ja. Und seht selber, was passiert. Also erstmal kann ich hier die zwei Motherfuckers ab. Ja, oder auch nicht. Na ja, gut, eben hast du schon mal abgeknallt, naja. So, was habe ich jetzt gemacht? Ja, okay, das erstmal wäre das erstmal die Standard-Video-Einführung. So, ich glaube, ich jetzt habe sogar nachgeguckt, wie das geht. Ja, alles klar. So, Kontrolle, jetzt müssen wir mal gucken. Weil Gatling-Kanone, nach oben gedrückt. Ah. Ja, jetzt habe ich Raketen, was passiert? Unentümier, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man die erst einsetzen, wenn man erstmal geschwächt hat, dass man dann, wenn der Schild rot ist. So wie jetzt, wenn jetzt ein Schild wäre, dann erst die Raketen machen, magische drauf fliegen. Toll, mir jetzt toll gemacht. Super, ey, klasse Wert. Super Ingo, klasse Wurst. Tolle Wurst. So. Ja, wahrscheinlich jetzt hätten wir Raketen benutzen müssen, hätten können, aber wie auch immer alles. Naja, oder auch gar nichts. Naja, so, man kann sich ja vorstellen, tja, jetzt hat ich auch da drauf keinen Bock mehr. Aber ich muss sagen, Grafik sieht cool aus. Ja, wie gesagt, war auch das erste Mal. Und naja, hätte man sich ein bisschen mit beschäftigt, hätte ich wahrscheinlich auch gepackt oder so weiter. Aber, ja, das war mir einfach nicht wert, ja, das ist zu sagen. Egal, hoffentlich hat es dir trotzdem Spaß gemacht, das war hier mit der Demo und dann euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, ich habe noch andere Spiele. Bis dann.